So, das ist ein Testvideo zur Verarbeitung von Graphen. Und zwar haben wir bei der Sprühbeschichtung, die wir auf diesen zwei Aluminiumflächen vorgenommen haben, gemerkt, dass die Oberflächenspannung der Farbe zu groß ist. Also wir haben hier eine Lösung aus Ultraschall behandelten feinen Graphit. Das ist hier dieses Ausgangsmaterial 4 Stunden interkaliert, mit Aceton verdünnt. Und nochmal mit Gummi Arabicum im Bindemittel angemischt. Und wir beobachten jetzt hier die Eigenschaft der Farbe ohne zusätzliches Additiv. Also man zieht hier über die Oberfläche und ihr seht, wie sich also die Oberflächenspannung da Tröpfchen bildet, Inseln, während wir auf der rechten Seite Kastaniensud, also Tenside, speziell halt Saponinen, die da drin sind, angefüllt haben. Und hier ist jetzt schon die Tröpfchenbildung nicht mehr so stark. Man sieht, wie also die Untergrundhaftung besser ist. Ja, ihr seht, hier gibt es keine Zusammenziehung mehr. Die Oberflächenspannung ist schon ein bisschen gebrochen. Also von daher, es geht darum, eine geschlossene Beschichtung hinzubekommen, die gleichmäßiger ist. Eine geschlossene Oberfläche, um dann eben Graphenzellen, Solarzellen halt herzustellen. Da müssen wir natürlich gucken, dass der Beschichtungsstoff entsprechende Adhäsions- und ja, dass die Oberflächenspannung da geringer ist und eine gute Adhäsion eben auch hat zum Untergrund. Von daher ist das mal ein Versuch, Graphenfarbe sprühfreundlicher zu machen, dass das Ergebnis, das Beschichtungsbild keine Inseln bildet, keine Tröpfchen, sondern ein geschlossenes Flächenbild. Soweit.